Ja, hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play EverQuest 2. Ich freue mich irrsinnig darauf, das jetzt zu Let's Play. Ja, wie bin ich darauf gekommen? Ich bin darauf gekommen, da ich eine E-Mail erhalten habe, dass ich, wie war das? Ein Heroic-Charakter stellen kann, also Level 85, den sieht man hier. Aber da habe ich ehrlich gesagt so ein bisschen Bedenken gehabt, weil eigentlich interessiert mich an EverQuest immer so die Welt und so das ganze Erkunden und so. Und gespielt habe ich zuletzt, glaube ich, vor 3 Jahren. Angefangen habe ich damit 2009, glaube ich. Ja, ich werde jetzt keinen neuen Charakter beginnen, hoffentlich verzeiht ihr mir das. Bin schon Stufe 5, mit dem werden wir jetzt hier auch spielen. Da habt ihr noch nicht viel verpasst, außer ein bisschen so Tutorial-mäßig. Er ist ein Zauberer. Hier werde ich dann auch etwas einiges noch erklären können, wahrscheinlich. Wobei ich sagen muss, dass ich im EverQuest 2 ziemlich unbeholfen bin. Ich habe ehrlich gesagt wenig Ahnung von dem Spiel, habe mich schon damals schwer getan, da war ich auch noch jünger. Und versuche es halt jetzt mehr zu verstehen. Früher, ich kann mich erinnern, dass das Handwerk ziemlich komplex war, oder vielleicht ist es mir nur früher so vorgekommen. Aber das werden wir alles noch... So, jetzt geht's anscheinend, passt. Gut, dann würde ich sagen, starten wir einfach los. Ich zeige euch, wo ich begonnen habe. Ich habe jetzt ehrlich gesagt, doch, Zone Frostzahnmeer. Es ist vom Startgebiet her links oben, das ist die Schneelandschaft. Ich weiß nicht, ob er genau deswegen so ein helles Gewand anhat. Kann ich nicht sagen. So, lieber Melenaus. Um extra so einen Namen ausgedacht, da ja EverQuest 2 bekanntlicherweise ein schon ziemlich stärkeres MMORPG ist. Ja, gut, EverQuest 2. Da habe ich eine interessante Geschichte anscheinend, weil ich früher halt immer, als es mir auch früher gekauft habe und eine monatliche Gebühren gezahlt habe, sieht man hier unten. Ich bin aber eine Rohstoffe Gold, ohne dass ich momentan eigentlich monatliche Kosten zahle. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist oder absichtlich ist oder jetzt, oder weil ich mich jetzt verraten habe, gleich nicht mehr Goldmitglied ist. Hier haben wir auch schon andere Spiele. Ich spiele übrigens auf dem deutschen Server. Was mache ich eigentlich? Ah ja, genau, weil ich muss hier Orks töten. Jagd Orks, um Schmuggelbestellungen untersuchen zu können. Einer hat mir schon was hier gegeben. Ist jetzt aber irgendwie schon mehr zu so einem Grinding ausgekommen. Aber wir haben jetzt schon eine. 2 von 5. Ich jage aber gezielt die, die uns noch ein bisschen Erfahrung geben. Und wenn wir das mal geschafft haben, kann ich ja vielleicht noch andere Dinge erzählen. Vielleicht fällt mir jetzt hier noch was ein. Genau, am Anfang hat man hier so einen Auftrag gehabt, damit man hier ein bisschen so das Sammeln und das Handwerk ein bisschen lernt. Wobei ich da auch noch nicht ganz so mitbekommen bin. Vielleicht könnt ihr mir dann noch mal auf die Sprünge helfen. Hier zum Beispiel kann man auch sammeln, da kriegt man meistens so Artefakte oder so, die man dann zuordnen kann. Aber die hatte ich schon. Die hatte ich auch schon. Okay, gut, dann gehen wir wieder zurück und schauen mal, ob wir hier noch ein paar Orks töten können. Ist auch immer... Die schaut mächtig aus für Level 7, ganz ehrlich. Aha. Die wollen ja anscheinend auch alle die Orks haben. Dann werde ich jetzt doch noch ein... Was war das? Bisschen noch woanders hier, da hinten. Sieht so gut aus. Ziel ist nicht lebendig, aber er gibt uns auch nichts. Tja. Dann töten wir mal ihn, damit es vielleicht auch ein bisschen schneller geht. Leistung freigeschaltet. Orkmeuchler. Okay. Okay, da hat er noch Geld dabei. Keine Schmuggelbestellungen. Ja. Ich freue mich immer noch jetzt, das hier zu spielen wieder mal. Wird wahrscheinlich jetzt das neue Longplay auf meinem Kanal werden. Longplay, ich werde es einfach so lange spielen, wie es mir halt Freude macht. Ja. Was ich gleich sagen werde, es gibt ja genug Let's Player, die zum Beispiel dann bei solchen MMOs die Questtexte zu vorlesen. Das werde ich mir sparen, denke ich. Weil so berauschend finde ich die dann meistens auch nicht. Und deshalb werde ich die dann einfach durchklicken und mir dann, falls irgendwas unklar ist, einfach noch einmal drüber lesen. Mir geht es ja grundsätzlich eher um die Welt zu erkunden als um die Geschichte dahinter. Also die Geschichte natürlich auch, aber die Geschichte der Quests sind ja dann doch nicht so wichtig, meiner Meinung nach. Also für mich. Und die geben alle keine Schmuggelbestellungen her. Das gibt's ja nicht.
So, der frisst jetzt meine Eissperre. Und der meinen Blitz. Ein Ork-Auge. Ein Ork-Auge brauche ich nicht. Ich brauche die Schmuggelbestellungen. Ich glaube, die da unten machen genau deswegen das gleiche, was ich hier auch machen muss. Die jagen die Orks. So, okay. Fernkampfangriff habe ich ja nicht, oder? Doch. Der Star funktioniert also doch. Hat letztens irgendwie nicht funktioniert, als ich das probiert habe, aber geht anscheinend doch ganz gut. Ah, da hinten haben wir wieder einen, der uns noch ein bisschen Erfahrung gibt. Na? Okay, dann ist jetzt ein anderer geholfen. Stufe 5 Paladin. Fällt verdammt viel aus, dass ich nicht mit einem einzigen Fernkampfangriff töte. Den letzten haben wir da eigentlich getötet, so, aber sollen sie nicht stören. Den müssten jetzt eigentlich auch damit so fertig machen. Gibt nichts her. Schade. Schauen wir uns den hier an. Ich will auch nichts hergeben. 45 EP-Bonus haben wir für den auch bekommen, lese ich da links unten. Gerade kann man das größer machen. Okay, war nicht die größere Schrift oder wie? Oh, mein Gegner. Ach, kommt schon. Das kann es ja nicht sein. Gleich Level up, dann geben die uns durch gar keine Erfahrung mehr. Stufe 6. Perfekt. Ja, ich sehe es schon. Die geben uns jetzt gar nichts mehr. Toll, den habe ich für nichts getötet. Also für nichts. Natürlich helfen wir auch anderen Spielern gerne. Komm schon, Schmuggelbestellung. Auch nicht. Sammeln wir mal das hier. Ja, bitte. Haben wir wieder eine gefunden. Hier bei den Sammlungen. So, ein paar nehme ich jetzt noch mit, aber dann werde ich weiter segeln. Ich glaube, dann kommen wir in eine größere Stadt oder so, wenn ich das richtig verstanden habe. Okay, der gibt nichts. Ja, dann probieren wir es noch mit ihm hier. Krachbumm. Na bitte. 3 von 5. Haben wir schon fast was geleistet. Nahkampf schnetzelt mich der als Zauberer ganz schön durch. 4 von 5. Das war, ich habe gehofft, dass ich jetzt einen Lauf habe. Habe ich nicht. Wer hat ihn getötet? Keine Ahnung. Ach. Es sind einige Spiele jetzt unterwegs, die anscheinend genau die gleiche Auftrag haben. Ich weiß jetzt, wenn die sich auch nicht so durchkommen. Weil am Anfang hat man auch einen Auftrag, aber da muss man gleich nur 4 oder 5 von ihnen töten. Das ist blöd natürlich, wenn dann alle hier sind. Komm schon. Ah, es war noch Geld wieder. Schade, schade, schade. Der hat auch was. Yes. Quest erfüllt. Grundlagen der orkischen Sprache haben wir erlangt. Jetzt können wir tatsächlich mit dem Floß übersetzen. Hatte ich da nicht eigentlich eine schnelle? Ja, eben, hatte ich. Und da kommt es auch schon. Glück muss man haben. Level Ups sind auch schon wieder ziemlich nah. Ich glaube, das geht am Anfang einfach ziemlich schnell, denke ich mal. Irgendwann wird auch das länger brauchen. Dann genießen wir einfach mal die Landschaft bei der Fahrt. Die ja tatsächlich ziemlich gut ausschaut, muss ich echt sagen. Ich feiere ja immer noch so ein bisschen EverQuest, weil es halt so eine wunderbare, riesige Spielwelt ist. Und immer noch eigentlich
erstaunlich gut aussieht für das, dass es aus dem Jahr 2004 ist, soweit ich weiß. Wenn man das hier sieht, oder? Wir sind jetzt hier. Das ist doch Wahnsinn. Ein Oberreich, was gibt's denn hier? Wahnsinn. Ja, ich finde das echt, also... Die Spielwelt hat es mir schon damals angetan, als ich mir gekauft habe. Da war ich aber noch so jung und unerfahren mit MMOs und so. Und dann war das doch etwas kompliziert. Und dann bin ich auf einmal bei WoW gelandet. Bereuen tue ich es nicht, aber fesseln tut es mich auch nicht mehr. So, wir sind hier. Hier gibt es Eisbären. Stufe 6. Da war es ja noch gut, dass ich noch ein Level-Up ergattern konnte. Ich habe folgendes entdeckt. Quenneyins Buchzeit gegrüßt. Regan Feuerbart. Ich habe Handschuhe bekommen. Nein, das waren Armschienen. Okay. Die waren eh besser als meine. Ja, ja. Ist ja klar, am Anfang ist meistens alles besser. Experte in Bezug auf körperliche Stärken. Gelegenheit erkennen, was? Hello. Ach so. Das sind die Heldenschancen. Ich brauche aber... Genau. Kann ich da verkaufen? Natürlich kann ich da verkaufen. Nach Schiffbruch angespülter Tisch. Was kann in einem Haus? Was kann man verkaufen? Was kann man verkaufen? Was kann man verkaufen? Wie ist das Device? Schau ich mir da nochmal an. Wo ist denn die? Nein, die habe ich anscheinend schon. Ja. Gut, dann kann ich sie auch verkaufen. Den Tisch habe ich mal auf. Vielleicht bekommen wir doch noch irgendwann in nächster Zeit ein Haus. Glaube ich aber nicht. Was soll ich für euch tun? Ja, ja. Was muss ich hier tun? Fibik hat mich gebeten, südlich von Quellensbucht Schneesturmküstelbären zu jagen, um einen sicheren Pilgerpfad zur Steinsäule der Jägerin Neuhallas zu ermöglichen. Machen wir glatt. Das ist auch neu, soweit ich weiß. Also ich hatte das früher noch nicht, dass hier angezeigt wird. In diesem blauen Warnung, was man hier tun muss. Sammelgefahren stand neulich von Quellensbucht zwischen den Eisen. Tundra Rüben, die Eisbären. Dann werden wir uns da durchschlagen bis zu den Tundra Rüben. Zack. Und dann wird Eisbär jetzt auch mal wirklich spüren, was Eis ist. Einäschern. Dann gucke ich wieder das Solarbrand 2. Er hält einiges aus hier. Wenn ich jetzt aber nicht irgendwie noch irgendwas verschwenden will, in jedem Fall. Was macht das eigentlich? Das ist, glaube ich, nur zum Heilen, oder? Band 10 Stufen des folgenden hilfreichen und feindlichen Effekts. Das gebe ich da oben auch hin. Nehmen wir es mal da hin. So. Es gibt noch die Magma-Kammer hinterher. Dann der Nahkampf. Zwei von sechs. Weiß nicht, ob ich da weiterhin sammeln sollte. Vielleicht sogar, um ein bisschen das Handwerk weiterhin zu... Y war das Handwerk, oder? Oder war das ein anderes Spiel mit Y? Ich glaube, das war ein anderes Spiel. War, glaube ich, The Secret World, oder? Y? Ja. Müsste The Secret World gewesen sein. Achso. Natürlich kann man ja öfter sammeln. 10 Wurzeln? Oh, hoppala. Seltener Gegenstand. Schaf, Garbe. Was sind Alternativverbesserungen? Scheint irgendwas Neues zu sein, denke ich mal. Wissen, Karte, Community, Suche nach Gruppe. Da gibt es unsere Ranglisten. Rezepte, genau. Ach so, ich kann ja nicht mehr, natürlich, weil ich keine anderen Rezepte noch gefunden habe oder gelernt habe. Ein Schmetterling. Schmetterling in der Tundra. Kein Wunder, dass wir den da herumliegend sehen. Ich denke mal, der wird tief gefahren sein. In Winterstarre. Komm schon. 5 rohes weiße Teeblatt. Eine Baubelaue Kohl. Und ein rohes weiße Teeblatt wieder.